Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und heute habe ich für euch ein Set, was mich richtig, richtig interessiert hat. Und zwar ein offiziell von AMC lizenziertes Set. Und zwar The Walking Dead, das Daryl with Chopper Set. Herausgebracht wurde das Ganze vom Hersteller McFarlane Toys. Und das Ganze ist in Deutschland eher selten gewesen. Und dementsprechend im neuen Zustand auch ein halbes Vermögen wert. Auch für die Setgröße von 154 Teilen echt viel, viel, viel zu teuer. Dementsprechend habe ich mir dieses McFarlane Set, die 14525, mal wieder gebraucht gekauft. Und dieses Set war schon als normaler Einstiegspreis nicht gerade günstig. Denn wir haben hier extrem detaillierte Steine. Das ist der Ansatz von McFarlane. Wir haben auch einen ganz eigenen Typus von Minifigur. Und zwar eben so richtige Action-Spielfiguren. Und auch die Chopper ist aus ganz, ganz anderen Steinen, als wir das aus dem Klemmbaustein-Universum gewöhnt sind. Das Ganze ist schon fast eher ein Modellbau. Trotzdem haben wir eben ganz normale Plates und das Ganze ist mit dem dänischen Marktführer kompatibel. Ich glaube nicht. Und ich bin wirklich gespannt, was diese hyperrealistischen Steine hier mir geben und ob ich am Ende ein richtiger Fan von diesen Sets bin. Und ich meine, ich bin schon ein Fan von der Serie, also ist das nicht unbedingt von der Hand zu weisen, dass mir dieses Set vielleicht gefallen könnte. Und ob ich es cooler finde, wie beim Modbrick-Set, dem Los Pollos Hermanos, dass wir dort mit ganz normalen Klemmbausteinen eben das Ganze nachbauen oder hier mit solchen speziellen Steinen. Und wenn wir uns das Ganze hier nochmal auf der Rückseite anschauen, sehen wir einmal nochmal das Set abgebildet mit viel mehr Walkern, als in diesem Set hier enthalten sein werden. Ich denke, da ist wirklich nur der eine Walker von der Front mit dabei, aber okay, das ist halt Marketing. Und eben, was wir geboten bekommen sollen. Und zwar einmal, wir bauen Daryls ikonische Chopper. Dann haben wir eine sehr detaillierte Umgebung. Wie gesagt, das sind hyperrealistische Klemmbausteine. Und wir können uns die Landschaft oder die Umgebung eben selbst personalisieren. Ebenfalls gibt es davon noch das Set The Governor's Room. Dann den Eingang zum Gefängnis mit dem Tor und dem Wachturm und noch einige Figuren. Und das sind bei weitem noch nicht alle Sets. Ich baue das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und dann schauen wir uns am Ende das fertige Set an und reden natürlich über die Teilequalität, über den Spaß und ob ich für solche Sets auch eine Verwendung im normalen Klemmbausteinbereich habe. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und da sehen wir uns auch schon wieder. Ich habe auch schon alles gebaut, aber ich habe es vorhin vergessen, nochmal kurz auf die Anleitung einzugehen. Deshalb machen wir das jetzt nochmal. Und by the way, wenn ihr hier ein paar Motorgeräusche von Fahrzeugen oder ähnliches hören solltet, tut mir wirklich leid, aber bei der Hitze muss das Fenster auf, sonst geht man einfach ein. Die Anleitung an sich ist klammergebunden. Das Papier ist sehr dünn, also auch dünner als von anderen Anleitungen gewohnt. Wir haben keine Seitenangaben. Sie ist aber auch sehr klein geraten. Es sind halt sehr wenige Teile, die man nach Anleitung bauen muss. Das Gras personalisiert man sich im Endeffekt selber. Es wird mit roten Pfeilen markiert, was gebaut wird. Der Rest wird nicht ausgegraut, der wird weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Am Ende sehen wir nochmal das gesamte Set und eine Teilübersicht. Die könnt ihr euch auch nochmal gerne reinziehen, wenn euch das Ganze interessiert. Und da haben wir auch schon das Set, jetzt momentan noch ohne Figuren, aber keine Angst, auf die gehen wir noch gleich ein. Und auf den ersten Blick fällt auf, das ist nicht gerade viel, was man hier für sein Geld bekommt. Das Ganze ist auch zwar von den Fliesen hier kompatibel und die Maße sind gleich wie bei den normalen Lego-Steinen, aber durch die hyperrealistische Darstellung kann man es natürlich sonst recht schwierig gebrauchen. Also das passt gut in Mocks natürlich, wo man auch ein bisschen auf Realismus gehen möchte, aber mit normalen Klemmbausteinen wird es sich wahrscheinlich vom Aussehen ein bisschen beißen. Das nächste Problem ist, das einzige wirklich kompatible, was wir hier haben, sind wie gesagt die Fliesen und die Aufnahmen der Leitplanke sowie die Leitplanke selber. Alles andere wird mit solchen kleinen Stecknippeln hier gelöst und die werden eben in die Löcher von diesen Erdfliesen reingesteckt. Das ist auch schön und gut soweit, funktioniert aber natürlich dann nur in dieser Kombination, wenn man diese Fliesen hat. Ansonsten ist alles, was ihr hier auf den braunen Fliesen seht, nicht aufzubauen, weil auch dieses Schild zum Beispiel ist mit Stecknippeln gelöst. Und dann können wir mal über ein grundsätzliches Problem von diesen Stecknippeln reden. Denn die sind ganz gut gedacht, um hier detailliertes Gras reinzubauen, aber wenn wir das Ganze jetzt mal einfach umdrehen, dann bleibt nicht mehr viel davon. Also der kleinste Teil von diesen Grasbüscheln hält wirklich auf der Platte fest. Von daher, die Idee dahinter finde ich in Ordnung, die Umsetzung ist leider echt mangelhaft. Was natürlich cool ist, das meiste hier ist wirklich ein 3D-Guss. Also wir haben hier immer eine Textur drauf.
Das sind nicht nur Prints und das sieht natürlich unglaublich gut aus. Und gerade in so einen Postapokalypse-Mock oder eben in einen Kriegsmock passt sowas richtig, richtig gut rein und ist auch wirklich dafür interessant, um sein Portfolio nochmal zu erweitern. Nur dafür müsste man halt eine Bank ausrauben oder man ist halt einfach reich. Trifft auf mich beides zumindest momentan noch nicht zu. Ansonsten das Set an und für sich ist ein Display-Set, weil wir haben keinen wirklichen Spielwert. Die Figuren sind auf jeden Fall detaillierter als Lego-Mini-Figuren, aber trotzdem vom Print jetzt auch nicht wunderschön. Und man hat halt kaum Möglichkeiten, was mit denen zu machen. Man kann die Gliedmaßen zwar teilweise bewegen, aber nicht so, dass man damit spielen könnte. Und ebenfalls steht die Figur vom Zombie nicht gut und ein ähnliches Problem haben wir bei Daryl. Wir haben bei Daryl Spike ein wirklich, wirklich detailliertes Spike, was man zusammenbaut. Aber das Motorrad zu bauen, oh je, das ging gar nicht. Viele Teile... Och nee. Jetzt ist hier alles nass. Eine Ewigkeit später. Viele Teile hängen hier mehr schlecht als recht dran und es fällt beim Bau auch mehr als nur einmal auseinander. Und das Ding ist, Daryl hängt ganz, ganz merkwürdig auf diesem Motorrad. Also damit es irgendwie von der Sitzposition Sinn macht, würde er so sitzen. Das hält aber nicht unbedingt. Die Hände können auch nicht zugreifen. Wenn wir hier versuchen würden zuzugreifen, würden wir den Lenker abbrechen. Und wir haben keine Bügel, wo es fixiert wird. Also man muss das dann untereinander so versuchen auszubalancieren und das sieht nicht wirklich gut aus. Und da haben sie auf der Verpackung echt ein bisschen getrickst. Also haben wir auf Minifigurenseite einen nicht gerade sehr gut aussehenden Zombie, der schlecht steht. Und einen Daryl, der schlecht auf dem Bike sitzt, schon ein bisschen besser aussieht als der Zombie, aber jetzt auch nicht die Riesenmacht ist. Und weiterhin fühlen sich die Figuren auch noch beim Bau so an, als ob sie bald an einer einen oder anderen Stelle brechen würden. Und es fallen auch gerne mal die Gliedmaßen ab, wenn man sie versucht zu positionieren für sein Diorama. Ansonsten, das Schild hält gut und ist meines Erachtens ein Highlight von diesem Set. Mit diesem verbogenen Look, Einschusslöcher verrostet, sieht richtig, richtig gut aus und passt zur Postapokalypse. Schade nur, dass ich es halt immer dann mit so einer Fliese verbauen muss mit Loch, weil das auch über diesen Stecknippel gemacht wurde. Besser von der Kompatibilität gefallen mir da diese wunderschönen Leitplanken. Sind wunderschöne Teile, ist kompatibel, lässt sich verbauen. Nicht die beste Steinequalität vom Baugefühl her, aber okay, damit müssen wir halt mal leben. Und ist eben auch mit einer normalen Noppe unten zu befestigen. Also zusammengefasst, die Straße mit den Fliesen ist wirklich toll. Die Leitplanken sind auch toll und das Schild gefällt mir sehr gut, wo wir aber das kleine Kompatibilitätsproblem haben. Die Chopper und beide Figuren sind eher ein Flop und für die Vitrine ist das Set okay, aber sein Geld leider nicht wert. Für Mox wären die Steine richtig cool, aber ebenfalls viel zu teuer. Und mir tut das wirklich weh, weil ich hätte dieses Set super, super gerne hier in den höchsten Tönen gelobt, weil ich den Ansatz cool finde mit den realistischen Steinen, den McFarlane dort hatte und ich eben auch The Walking Dead als Serie richtig, richtig cool finde. Aber wenn ich trotz alledem sage, das Ding ist zu teuer und man hat nicht so viel davon, also gerade dieser Flop mit dem Gras, was abfällt, das ist wirklich einfach nur nervig und deshalb gibt es von mir leider keine Kaufempfehlung. Wenn ihr das Set natürlich selber besitzt und ganz andere Erfahrungen vielleicht gemacht habt, kann ja sein, dass es nach 2014, wo dieses Set hier rausgekommen ist, noch Chargen gab, wo sich die Qualität gesteigert hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren und ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn euch das ganze Video gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Im nächsten Video gibt es wieder ein normaleres Klemmbaustein-Set und wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt euch auf in der Hitze, bleibt gesund oder werdet gesund, haut rein. Euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt, gerade wenn ich morgens aus dem Bett raus... Und by the way, wenn ihr hier ein paar Motorgeräusche von Fahrzeugen oder ähnliches hören solltet, tut mir wirklich leid. Kann man es natürlich sonst recht schwierig...